Hoffe, Internet geht jetzt wieder. Mensch, echt ärgerlich. Also, wir haben uns ja da drüben gesehen, ne? Wo ich was aufgewertet habe oder verbessert habe oder noch eine Klappe oben drauf gebaut habe. Da ist er mir noch zweimal oben runtergefallen. Deswegen haben wir hier nochmal Aua Aua am Bein. 45 Sekunden. Hier drüben habe ich schon soweit die zweite Wand davor gezogen, habe hier drüben die Seite soweit schon alles aufgewertet, bis auf die zweite Wand hier. Den Boden habe ich schon fertig gemacht. Ja, ich weiß, dein Bein, ich mache schon langsam. Heile mal hin. Dann habe ich hier das noch aufgewertet. Habe die Wände soweit fertig gemacht, bis jetzt eben der Beton alle war. Ja, und gestern ist mir daneben aufgefallen, aber erst nachdem ich fertig war. Also, ich habe ja nicht nochmal geguckt. Da kann ich ständig das OBS-Bild vor der Nase halten. Ja, und dann hat OBS eben ständig Aufnahme angefangen, weil ständig das Internet weg war. Ne? Waren immer ganz, ganz viele kleine Folgen. Das war jetzt die längste Folge, die ich da rausgesetzt habe. Ansonsten war die 45 Sekunden, 6 Minuten, 4 Minuten und ach, das macht ja alles keinen Sinn, ne? Das drinnen zu lassen. Also habt eigentlich nicht viel verpasst, außer bling bling, kloing kloing, bing bing, Holz, Stein, mit Zement. So, und dann habe ich noch überlegt, was wir mit dem Turm machen. Ob ich den noch ein Stückchen höher setze oder weiß nicht. So richtig gefallen. Wie gesagt, da kommt ja noch eine zweite Wand da drüben hin, deswegen sieht das jetzt noch ungleich aus. Aber da ist mir gerade eben der Beton ausgegangen. So, jetzt muss ich doch mal gucken, ja. Nee, den kannst du ruhig, ja, soweit sieht doch schon mal alles soweit gut aus. Hoffe ich doch mal. Jo, nun. Wollte ich nochmal hochgehen, gucken, ob wir noch ein bisschen Beton fertig haben. Jetzt kannst du da rennen, ne? Jetzt kannst du los, Lisa, rasen. Wieso hast du nur, heizt du dich? Na? Mann, Mist. So. Also hier habe ich die ganzen Gitter noch dran gemacht. Ja, das habt ihr ja, glaube ich, alle noch gesehen. Dann habe ich oben noch eine zweite Klappe dran gebaut, dass wir die erstmal zumachen müssen, um hier hochzuspringen, um hier drüber zu springen, um hier rauszukommen. Ne? So. Da können sie erstmal die Klappe unten kaputt machen. Hier werde ich vielleicht noch einen Tresor hinmachen. Konnte ich aber nicht, weil ich ja hier noch Munition angerichtet habe zwischendurch, die er jetzt fertig hat. Könnten wir jetzt hinterher noch die Tresorklappe bauen? Oder wie lässt sich die jetzt die aufwerten? Wie lassen sie sich die jetzt aufwerten? Brauche ich dann eine Tresorklappe, ne? Die er dann einfach oben drauf flanscht. Ne? Okay. Na genau, Tresorklappe brauchen wir. Siehst du? Wieder was dazugelernt vom Bernd. Oder so. Hast du schon wieder Hunger? Ich hab's knurren hören. Dann baust du mir hier die. Was? Tresor? Tresor? Ja, wo ist die Klappe? Heißt die nicht Tresorklappe? Nee, ne? Machen wir Klappe hin hier. Na, mit K bestimmt nicht. Mit C meine ich. So, wo ist er denn? Hier. Genau, brauchst du noch Schraubenfedern und Mechaniker, ne? Elektrische kann man ja noch nicht bauen, ne? Nee. Die hätte ich gerne drüben hingebaut, ne? Und angeschließt. So eine. Eine. Sollte erstmal reichen. Na, dann dauert das eben jetzt noch. Muss erstmal noch durchgejagt werden. Ich habe extra mal, ich habe mal die roten gemacht, die High Power. So, genau, dann hast du auch schon mal den Platz, dass du dich da ausbreiten kannst. Falscher Container, hier. So, was für ein Blutmond. 500 Schuss. Und dann haben wir hier mal die ersten 150. 6, 7, 2. So, dann hast du hier noch ein paar Blöcke, die du hinsetzen kannst. So, Beton war alle. Pflastersteine haben wir auch nicht mehr viele. Reicht noch für 43 Blöcke. Nun, Zement haben wir noch jede Menge.
Stein ist wieder. Pflastersteine sind schon wieder alle. Haben wir noch mal irgendwo welche liegen, zufälligerweise? Schaut nicht so aus, ne? Haben wir vorne noch welche hineingeschmissen? Nope. Na dann. Ja, nun. Was machen wir da jetzt wieder? Müssen wir schon wieder Stein fahren oder was? Ach, du sollst doch hier mal reingucken, nicht immer die Karte aufmachen. Jedes Mal drücke ich da drauf. Ja, Zement war ja nicht mehr viel über, ne? Tja, dann kannst du hier. Und machst nochmal. Nee. Man weiß nicht, was wir noch brauchen, ne? Hier haben wir nochmal ein bisschen Eisen, das wollte ich ja zum Reparieren lassen. Die Nägel brauchen wir dann, um Kisten herzustellen. Tja, nun. Elektropfosten wollte ich noch hinstellen. Wir haben ja schon dabei Blutmond, ne? Mit den ganzen Baufolgen ziehen wir den Blutmond immer magisch an. Aber das werde ich nicht schaffen da unten. Deswegen wollte ich ja hier vorne, wie gesagt, nochmal eine Zertorklappe drüber bauen. Da dürften sie eigentlich nicht mehr, wenn sie mit die eine durchgewumst haben, so schnell da lang kommen. So, wenn ich jetzt könnte ich aber auch noch. Nee. Kopieren wir den Block mal. Könnte ich ja eigentlich zur Not. Na, damit die mir nicht gleich hier. Oder rennen sie mir unten die Bude ein. Na, so. Achso, da passt ja nichts hin. Na, dann hüpfen sie in der Seite hoch. Warum nicht? Was stört? Da fähre ich die Klumpen hier oder was? Da rennt oder wie? Oder was stört denn da jetzt? Na. Ah, alles klar. Na, da fällt mir doch die Wand gleich ab, oder? Na, haben sie noch eine Ecke hingebaut. Dann muss der Hund bestimmt auch weg. Nee, was macht man? Was machst denn du da? Nee. Wollte eigentlich nur den da weg. Ach so, okay. Dann machen wir das mal wieder ganz hier. Na, was machst denn du? Da kriege ich aber keine Wand mehr hin, du. Das ist, nö. Und das sieht dann auch wieder doof aus. Und da kriege ich es nicht so hin. Oder? Na doch, hier, ja. Ja, auch. Na, dann machen wir das doch so, Mensch. Bin ganz einfach. Nein. Da oben drauf hätte ich es gerne. Ja. Hallo? Stehe ich hier oder blöd oder was? Nee. Was machst denn du da? Also müssen wir hier irgendwie da wieder eine. Dann hüpfen wir hier rüber kurz. Mach das mal so. Na so, und der Rest ist mir dann eigentlich nun. Gut, da rennen sie mir durch die Bude, ne? Vorne, wenn ich Pech habe. Okay, dann kopieren wir den Block mal. Na, dann drehst du den mal in die Richtung. Ja. So, dann kannst du mir den nochmal kopieren. Das kriegen wir wohl selber hin. Oder auch nicht. So, ja. Naja, nur den Beton draus machen. Na, was hast du denn jetzt Eisen hingemacht? Bist du wahnsinnig? Was weiß ich in der Tasche hab, ne? Ach, verdammte Axt. Naja, gut. Was ist hier passiert? So, na, da können sie das nächste Mal ja dann mir mal durchschlüpfen, ne? Sollte mich ja dann nicht mehr stören. Weil denn, Stopp. Was ist da wieder? Was ist das ganze Eisen, Mann? Was ist denn hier? Kann man dich auch nochmal aufwerten? So ging das mal. Ja, na gut, wir haben da auch schon mal eine Sorgklappe, die sie auch schon mal kaputt machen müssen.
Dabei können wir sie von der Tür aus bearbeiten, ne? So. So, nun gut. Wird er versaut. Mann, ey. Hier ist auch einer. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Zum Aufwerten wird es nicht mehr ganz reichen. Aber gehen wir mal gucken. Jetzt gucke ich nochmal OBS schnell. Ja, wieder 3,4%. Aber warum? Was hat er denn? Nur noch mal kurz bei OBS reinschauen. Ja, dann schauen wir mal, ob es dann wieder besser wird. So, runter kommen wir jetzt natürlich genauso. Ne, so. Hätte es eigentlich offen lassen können, Entschuldigung. Ja, jetzt weiß ich nicht, was mache ich jetzt mit dem Turm? Mensch. Neue Pistole raus. Ein bisschen Zement haben wir ja noch. Noch erstmal die hier fertig. Jetzt ziehst du nochmal eine Wand davor. Ne, was machst denn du? Na ja, klar. So, dann müssen wir hier natürlich doppelwendig machen. Doppelwendig meine ich, nicht wendig, wendig. Damit das alles gleich ist. Wenn der eine Wand jetzt nur eine Stärke hat, dann wamsen sie die. Ich wollte gerade sagen, warum geht das jetzt nicht? Dann wamsen sie die eine Wand kaputt. So ist wenigstens alles gleich. Ja. Nö. Ach so, jetzt habe ich die wieder ganz vergessen. Oha. Hier, mal essen. Ja, muss zweimal trinken, ne? Sonst reicht's nicht. Ne, wieso geht's denn jetzt wieder nicht? So, bei den anderen kommen wir außen dran. Nee, kann man nicht. Doch, kommen wir von außen dran. Die kommen vom Innen dran. Okay, kommen wir doch dran. Was machst denn du? Aha. Naja. Ich sag da jetzt nicht zu. So, dann. Na, da kommen wir. Nee. Die muss der Stoff werden, ja. Da kommen wir von innen, dann müssen wir hier die Ecke noch aufwerten. Ne? Hallo? Wie danke, was? Wo? Bertel mit für den Follow. Oh, danke, Bertel. Oder so.
Ich sehe das hier leider jetzt noch nicht. Noch nicht. Nee. Oh Mann. Schon wieder 6,6%. Warum das? Ich muss ab und zu mal gucken. Wie gesagt, mein Internet ist jetzt nicht so das schönste und tollste. Chat habe ich jetzt auch noch nicht eingeflanscht. Wo ich das ja im OBS ja auch sehen würde. Aber ich kann euch ja nicht alle 5 Minuten das OBS vor der Nase halten. Huch. Naja, was macht ihr denn? Wartet mal ordentlich. Wir haben Zuschauer, Mensch. So, Och. So. So, die zwei müssen wir wieder aufwerten, sonst kommen wir nicht mehr dran. Zumindest den einen hier in der Mitte. Aber so viel Zeug haben wir nicht mehr, glaube ich. Die Reihe kannst du ruhig hochziehen, wenn du Lust hast. Dann kannst du die einmal aufwerten, dann können wir den Rest nämlich auch noch bauen. So, da haben wir das. Vom Rest kommen wir ja überall dran, ne? Ja. Wieso wird es jetzt auf einmal so dunkel? Was ist denn da los? Vielleicht wird angesagt, oder was? Oh Mann. Hoffentlich ist nicht so dunkel alles. Ich sag, ich habe jetzt neues Internet bestellt, aber in der Hoffnung, dass es dann mal besser wird. Also was auf meinem Dorf möglich ist. Ohne Glasfasergedöns. Sowas gibt es bei uns nicht. Wir haben bestimmt noch Kupferleitungen liegen. So, ja, das weiß ich nicht. Was mache ich jetzt mit dem Turm? Lass ich ihn stehen, reiße ich ihn ab, baue ich wieder 2 Türme hin. Mache ich noch einen Satz nach oben. Was sage ich, brauche ich eigentlich alleine keinen Turm. Schön. Schön, danke auch. Regnet draußen schon genug. Ja, so 1, 2, 3, 4 Klingen fallen. So, hier muss ich noch die elektronischen Klappen dann irgendwann mal, wenn wir sie mal bauen dürfen, bauen. So, jetzt weiß ich immer noch nicht, warum habe ich ihn hier ein Loch gelassen. Das habe ich schon vergessen. Was war denn jetzt der Sinn von dem Loch? Wieso habe ich dann hier drüben keins? Was wollte ich denn da machen? Also hier kommen noch die 3 Klimmpfeilen, ich meine die 4. Kann man die eigentlich schon bauen? Ja, ne? Klimmpfeilen soll schon dort. Die Dartwolle. Dürfen wir schon bauen, okay. Schmiedes, haben wir ja. Haben wir auch. Könnte ich noch 4 Stück in Auftrag geben, aber geht gerade nicht, weil sie gerade noch besetzt ist mit den Patronen. Dann haben wir da drüben natürlich die Mitte jetzt nicht hochgezogen, ne? Den ganzen Kram noch wegmachen. Na doch, habe ich hochgezogen. Ja, habe ich hochgezogen. Bis oben hin. Bis oben hin. Gut. Ja. So, da haben wir hinten unser Generatorraum. Ich meine, hier will ich ja, dass sie herkommen. Damit ich sie bearbeiten kann. Entweder oben oder unten. Hier kommt noch eine Leiter hoch. Irgendwo. Oder hier hinten hoch. Oder hier an der Seite hoch. Mach sie mal die Karte zu. So. Ja, ne, ja, dann kommen noch Gitter drüber oder ich mach's komplett zu. Mach die Gitter oben rumrum. Müssen wir ja sowieso noch Gitter machen. Damit ich an der Seite rumlaufen kann, eventuell mal. Hier ist dann unser Eingang, ist der einste Eingang. Extra für die Zombies, extra groß.
Da muss ich noch Geschütztürme irgendwo hinstellen. Vielleicht mache ich hier noch ein paar Buchtungen dran. Oh, sieht aber doof aus, ne? Und vielleicht ein Klötz einfach da vorne dran machen. Das sieht doof aus. So, Stein ist ja bald alle gewesen, ne? Ja, ach, 14 Blöcke. Und alle, dann sag ich doch 14. Gut, dann baue ich hier schon mal Holz. Auch schon wieder alle. Ja, verdammt. Ich dachte, ich war farmen gehen. Ja, ich weiß es nicht. Was mache ich jetzt mit dem Turm? Lass mal weiter weggucken, ja. Jetzt schön, doch durch den Regen und den ganzen Nebel siehst du wieder nicht viel. Oh. Naja, ich lasse noch mal ein bisschen auf mich auf. Wirken meine ich. Aufwirken wollte ich so. So, wieso stehst du jetzt so schief? Wenn's doch mal gerade. Ja, tja. Da ist das Material alle. Huch. Lass doch mal die Karte zu. Du da, du da. So. Wenn ich hier schon nicht drüber komme, dann kommt die auch nicht hier drüber. Ich muss nämlich auch die Klappe zumachen. So, anders geht's nicht. So. Habe ich schon erwähnt, dass da drüben ja immer noch der Challenger steht. Weil er nicht geht. Oh, zwei Holz. Ja, richtig viel. Das lohnt ja richtig. Also Zement haben wir noch. Das hätte vielleicht sogar gereicht. Aber Stein ist jetzt alle. Also Kobelstone, Pflasterstein. Was macht meine Klappe hier drüben? Munition läuft immer noch. Haben wir wieder einen 150er Stapel. Sehr schön. Der ist auch gleich voll. Ab in die Kiste. Jo, eigentlich bin ich gewappnet. Ach so, ja. Die hat man noch setzen können. Die das setze ich dann, wenn wir fertig haben. Hatte ich hier noch irgendwas angeregt? Ja, Benzin ist durch, okay. Also ist der Ölschieber jetzt quasi auch wieder alle. Was machst du denn, wieso tust du jetzt 10 Stück darüber? Was ist denn das? Jetzt doch hier, ja, so. Ja, nehmen wir lieber einen Stapel mit. Ja, jetzt ist ja schon wieder gleich Blutmond bald. Müssen wir doch nochmal los, jetzt Steine holen. Na, halt, die kannst du gleich reparieren. Ja. Oh ja, was ist da kaputt? Auch wieder heile. Noch irgendwo was. Ja, zumindest alle. Ne, haben wir weggetan. Ist nicht alles, haben wir gerade ausgeladen. Was machst du hier? Ja, ich weiß, du stehst schon ewig hier rum und hältst mir die drei Wasser fest. Und der da oben bestimmt auch. Entschuldigung, komme ich da so dran? Oh, kann ich nicht mal hochklettern. So, gut, da haben wir die Hammer leer gemacht. Hier, nein, damit. So, du warst alle. Essen haben wir noch ein bisschen. Gut, haben wir noch 8 Stück. Dann trinken, okay, da können wir dann mal nachlegen. Oh, hier liegt sogar noch Kohle drin, ist da. Nehmen wir gleich wieder ein bisschen mit. Water.
16 Minuten, da habe ich 10 Minuten zu viel drin, verdammt. Schön. Aber macht ja nichts, wir können ja gleich nachkochen. Ach, da haben wir auch noch was. Wir haben auch noch jede Menge Wasser. Ja, naja. Machst du mir hier noch ein bisschen was rein? Brauchen wir ja eigentlich nicht, weil wir haben nichts mehr zum. Aber reinschmeißen kannst du schon mal. Ja, rein, nicht daneben. Ja, machen wir so eine Stunde rein. Ja, so. Ja, schön. Muss doch schon wieder aufmachen. So, die Schalter und Generator. Ne, wir müssen erstmal farmen gehen. Das macht jetzt sonst keinen Sinn. Bringt nichts, wenn ich jetzt das ganze Zeug darüber schlepp, hinstell und alles besteht noch aus Holz. So. Die kannst du auch wieder wegpacken. Die nach unten, die nach oben. Müssen wir schon warten, bis die Klappe da noch fertig ist. Wieso hast du hier noch 6 Leben? Wo hast du denn die jetzt wieder gezaubert? Hä? Naja, gut. So, Metall kann noch raus. War viel Platz haben. Und die Kabelzange kann auch wieder raus. Ich, na gut, ich brauche mal zum Holzfarmen gleich. Oh, hier haben wir die Kettensäge. Wo sind die Kettensäge eigentlich hingekommen? Hä? Hallo? Kettensäge? Ach, hier. Ja, nun. Was brauchen wir denn eigentlich die Axt noch? Ja, pack das auch schon mal hier oder hier hin. Dann kannst du das Eisen da gleich rein tun. Noch Stein muss aber da rein. Bisschen Lehm. So soll's gehen. So, wir haben doch hier Bergbauertrag. Ja. Gut, dann mache ich auch schon mal zu hier, sonst zieht's nämlich. Eigentlich brauche ich es gar nicht zumachen, ich bin alleine hier. Mensch. So, wieder runterheben, aufmachen. Runterkrabbeln. Naja, nee, ja, es ist. Sagenhaft. Ja, nun, ja, musst du wohl nochmal hoch. Dass er mir immer wieder runterfallen muss. Na, jetzt musst du die Luke zumachen, ne? Zum dritten Mal. Wir sind hier kaputt. Was fehlt? Ja, dann nimm gleich ein paar mit, ne? Brauchst du ja öfters mal. So, kannst du das zumachen. Ach ja, die hätte ich auch hier lassen können. Die schmeißen wir auch mit darüber. So, dann tust du von mir aus die Axt unten rein. Spül im Weg. So, na gut, kannst du gleich nochmal runterfallen. Wir haben jetzt genug. So, langsam. Kannst du offen lassen. Ja, ich weiß, dein Bein kaputt. Du bist runtergefallen. Lager nicht an mir. So, jetzt gucke ich nochmal, was OBS macht. Ja, einzigen Raum zu halten. So, da gab's Kohle. Haben wir zu unserer Mine am besten. Die war ja, wo waren die nochmal? Sieht irgendwie alles gleich aus hier. Nun, ich weiß, dass in der Wüste war. Hier, ne? Hier war sie. Können leider keine Marker drauf machen im VR. Das geht leider nicht. Langsam, da waren irgendwo, ich wollte gerade sagen, irgendwo habe ich da schon Löcher gebuddelt, die ich noch zumachen muss. Kaktus, aha, noch ein Kaktus. Scheint es da nicht so zu mögen. Das Holz auch nicht. Nein, ne, Holz. Naja, ist klar.
Wir gucken noch mal schnell hier rein. Ah. Hat man den noch nicht aufgemacht? War ich noch nicht so neugierig? Okay. Ist klar, da drüben ist auch noch gleich wieder ein Sandsturm, ne? Ölschiefer? Nehmen wir nochmal Ölschiefer mit? Ne, jetzt kriegen wir ja drüben. Wir haben unsere eigene Mine. Ja. Ne, hier lang. Da irgendwo muss es sein. Moin! Hier ist er doch. Aber muss leider, das Auto rollt eh weg, ne? Parkplatz, wisst ihr? Kommst du mir hinterhergelaufen? Natürlich. Wäre ja blöd, wenn nicht, ne? Na komm. Schwarte. Hast noch Freunde mitgebracht? Sieht nicht so aus, ne? Wo rennst denn du hin? Hallo? Bin ich nicht attraktiv genug? Fall ich dir nicht? Hallo, hier. Blind? Hier? Na gut. Ja, keine Ahnung, was die KI wieder hat. Willst du hin? Du musst doch hier runter. Nein, nicht immer die Karte aufmachen. Was machst denn du? Ach so, hier wegen den. Naja, immer ein bisschen rumfrickeln. Ich weiß, irgendwie, naja. Luge zu. Zack. Boah, raus. Ach, ich wollte mal auch noch fertig bauen, ne? Naja, alles mit der Zeit. So, nehmen wir schon mal Stein mit. Da ist aber Eisen dabei, ne? Oder? Dann müssen wir gleich wieder irgendwo so eine Stützwand lassen. Also einmal drum rumbohren. Hier war Eisen. Die Eisen brauchen wir nicht, wir brauchen schon mal Stein. Ich weiß nämlich jetzt nicht, wie weit, wie viele Blöcke da. Wir machen kein 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß nicht. Müssten wir hier einmal. Hier mal so drumrum. Was, Alter? Na, ich höre da draußen wieder jemanden. Ah, da klopft doch schon wieder jemand. Ja, ich komme. Stimmt, mein Paket gekommen jetzt. Ja, bin doch schon auf dem Weg. Hä? Wie geht denn das? Ich hab dich da eben gerade eben. Platz 3, so ein Erdwürmchen, ja, wie so ein Erdmännchen. Ja, runter muss der runter. Ich weiß eigentlich, muss ich euch noch ein bisschen mal was weg. Nein. Aber erstmal machst du hier zu. Machen wir hier so, nur ein bisschen, ne? Wenn das Loch ein bisschen größer wird. Was hast du jetzt wieder gemacht? Sollst du nicht? Ja, noch blöde mit dir, echt. Achso, die haben wir selber gebaut, ne? Die kann ich ja gar nicht kopieren, ne? Ja, wir haben kein Holz. Na gut, eine Lade kann ich ja umgehen, das geht ja. So, und ich hätte nicht noch Freunde mitgebracht. So, jetzt müssten wir hier die Säule stehen lassen. Das heißt jetzt hier so rum. Guck dich mal hin, da ist es nicht gar so laut. Ja, ich könnte mit zwei Händen, sollte man eigentlich, aber wie gesagt, das ist ein Non-VR-Spiel, da ist das leider nicht mit vorgesehen.
Ne? Hier so. Na, da sind wir doch schon drüben angekommen. Siehst du so, dann lassen wir das nämlich hier stehen. Erst können wir noch zwei Blöcke rauswamsen. Dann können wir noch mal was aufarbeiten, also, oder noch mal was dran bauen. Oder ich lasse ihn einfach so hier noch weg. Wenn wir natürliche Stützpfeiler haben, quasi. Ich weiß nämlich jetzt nicht, naja. Oder, da könnten wir ja noch mal. Da gibt es auch noch Steine. Wie viele Steine haben wir denn jetzt? Oh, ist ja nicht gerade viel. Leben müssen wir auch noch holen. Ach ne, Leben haben wir ja draußen noch in der Kiste, stimmt. Leben ist reichlich da. Ölschiefer müssen wir noch drüben auf der anderen Seite holen. Das Nitrat. So, wie viele Blöcke haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Da klopft doch schon wieder einer. Sag mal, was ist denn los heute? Ja, komme. Was denn? Tschüss. Mann, nicht mal Ruhe bohren kann man hier. Jetzt hängst du eine Luke fest oder was? Naja. Oh, die Klappe ist ja schon wieder. Wie viel hatten die noch? Hm, ja. Ah, was fehlt? Ja, Eisenbahn. Naja. Früher konnte man mit hier mal Eisen reparieren, oder? War da nicht irgendwas? So, jetzt gib mir noch mal, jetzt will ich noch mal, jetzt will ich noch mal wissen, ja. Na? Ist das jetzt schneller, oder? Gut, wenn ich schneller haue, geht's natürlich schneller, ist ja klar. Aber geht die Ausdauer immer runter, ne? Ist eben, ja, ne? Ja, jetzt die Ausdauer alle, ne? Ja, klar. Wir haben nichts mit. Außer hier 15% mehr Ausdauerwiederherstellung. Ist zwar nicht viel, aber. Machst du deinen Taschenlampe nicht an, oder was? Nee, machst denn du? Na, wo ist da ein? Ah, ja, stimmt, ich kann ja beide Seiten machen, wenn ich Glück habe. Ja, ja, siehst du? So, welche Vorteile muss man am Feuer haben, ne? Ja, dann muss man nicht irgendwann mal drüben rauskommen. Ja. Schnauf erstmal mit deinem gebrochenen Bein. Ich will ja nicht sagen, wie es passiert ist. Also da oben komme ich schon nicht mehr hin. Also ich zumindest feiere nicht. Ne? Wenn ich jetzt einen Pfeil auf den Knopf drücke hier, also diesen, da würde ich dann noch hinkommen. Also quasi so, als hätte ich eine Maustaste drücken würde. Also am Feuer komme ich da oben nicht mehr hin. Das dauert nicht lang genug. Hallo? Müssen wir hier nicht bald mal wieder, Ach ja, müssen wir da bald gleich mal hier wieder, mal rauskommen, ne? Ja, hätte ja drüben bleiben können. Na gut. Jetzt hast du einen zu viel abgebaut. Jetzt hast du einen zu viel abgebaut. Was machen wir da? Na, ich könnte die da einbauen, das ist, Passt irgendwie nicht hier ins Ambiente. Mal gucken.
Den kannst du noch wegmachen. Ja, mach dir den auch noch weg. Den auch noch. Weil ich schon angedeutet, dass ich nur einmal Hauten brauche. So, da kann man nämlich hier nochmal weiter buddeln. Nee, doch schon. So, wie viel Stein haben wir jetzt? Ein 6000er Stapel. Und nochmal so 7018. Ach, hier haben wir nochmal. Ach so. Wollte eigentlich das hier mal gleich nochmal benutzen. Ich mach noch mehr Stein. Dann machen wir mal so 4 Stapel voll. Würde ich mal behaupten. Also mal schon mal auf der sicheren Seite. Kann ich mal welche einschmelzen für Zement? Also, irgendwann muss ich den Knopf doch noch mal umprogrammieren. Das ist ja Sacktreten, dass du jedes Mal die Karte aufmachst. Mache ich dann einen Springknopf hin, da springst du dann nur noch. Ah, was dauert, Alter. Ist schon fett, hä? Könnten wir hier eigentlich ein bisschen schmaler machen. Ja, aber schon dicke. Wie dick ist denn der? Oh, mach das mal weg hier. Ja, müssen wir hier nochmal uns Gedanken machen. Lass das mal so. Ach, vorerst. Was ist denn? Steckst du fest? Na, einmal sollst du doch nur draufhauen. Naja. Gut, dann bleibt er jetzt so stehen. Ja, kannst du so schnell hauen, da kommt das Spiel gar nicht hinterher. Oder alle. Das ist natürlich ausdauerlästig, ne? Ja, da lockst du irgendwie keinen Zombie an. Oder doch. So, wo waren jetzt hier Öl? Hatten wir hier nicht auch Öl? Eisen, Blei, Stein, Nitrat. Wo ist denn das Öl hin? Haben wir hier keins? Und das war Sand. Wieder kein Öl? Okay. Also mir war so, als hätten wir hier Öl gehabt. Ja, vielleicht finden wir noch welches. Nur nicht da drüben den, ne? Wenn du beim Vereier eben so, wenn du ausholst, dann haust du hier drüben auch noch mit drauf. Dann wunderst du dich, warum die Decke auf den Kopf fällt, weil du den Balken mit weggehauen hast. Eine Stütze meine ich. Da musst du schon fast springen, um da oben hinzukommen. Na, da oben ist auch nochmal Blei. Immer so, als hätten wir hier Eisen. Und Sand muss ja mehr unterstützt werden, ne? Weil Sand ja schneller einfällt wie der Rest vom Schützenfest. Das ist ja die Decke dran, Junge. Ja. So, wie viel Stein haben wir jetzt? Ja, noch ein bisschen. Hopp, hopp, hopp. Du hast nur noch eine Minute und mehr Material abzubauen.
Naja. Level up, okay. So, haben wir jetzt, haben wir es jetzt. Nee, so haben wir. Den haben wir mehr gekriegt. Na gut. 1, 2, 3, okay. Bin mir nicht sicher, wie viel Sand aushält. Ich weiß es nicht mehr. Schon so lange her. 4, 5. Ja, ja, sehr gut. Wenn wir einen Bohrer nehmen, dann geht es aber los da oben. Da freuen die sich wieder. Mal gucken, da bohrt einer. Kriegen wir da nicht mehr raus? Ja, ja, gut, okay. Jetzt müssen wir da aber wenigstens, jetzt haben wir doch, jetzt haben wir es doch, das ist der. Und dann mache ich nochmal 500er wenigstens. Na gut, reicht. So, gut, da haben wir jetzt wieder Stein. Lehm haben wir noch zu Hause, jede Menge genug. Eigentlich können wir hier wieder abhauen von der Sache her. Eisen brauchen wir ja erstmal nicht. Was heißt, brauchen wir nicht? Brauchen wir schon, aber da finden wir ja beim Questen genug. Und so. Na gut. Du lernst es aber nicht. Du lernst es nicht. Auf der Lade wird nicht gesprungen. Da fällst du nämlich runter. So, gucken wir mal, was hier los ist. Ja, verärgert das Bild ein bisschen mehr, also, ne, ja, so. Aber ich mir, also ich selber krieg's ja nicht mit, weil ich ja mittendrin bin, statt nur vorm Flachbildschirm. Das ist nun mal bei VR so. Da wackelt das Bild halt, ne, schnellen Bewegungen, wo manche Leute nicht mit umgehen können. Na, wenn du jetzt die Brille aufhättest, würdest du genauso, weil du willst dich ja auch mal umschauen. Du sitzt jetzt nicht nur so da und guckst nur nach vorne. Du bewegst ja deinen Kopf. Das ist ja nun mal... Wegen des VR-Spieler jetzt über Flachbildschirm zu präsentieren, eine ganz schwierige Sache eben. Oh, da liegt eine Tasche. Die nehmen wir natürlich mit. Eine Tasche, Tasche meine ich. Ach, ne, dann kannst du liegen lassen, den der Tasche. So, wo ist denn jetzt hier zu Hause? Ach, da. Halt, stopp, Moment. Also mir war so, als hätten wir hier Ölschäfer eigentlich da drüben gehabt, aber na gut. Vielleicht finden wir es ja noch. Deswegen nehme ich auch keine Videos auf, weil sich das für mich nicht lohnt. Also wenn ich Videos aufnehme, müsste die jetzt hochladen, oder brauche ich jetzt monatelang nicht mehr online gehen. Ja. Da wäre meine Leitung ja ständig verstopft. So kriege ich das gerade noch so hin, dass er seine 4500 Kilobits bringt oder vielleicht mal 5000, das war es eben auch schon. Entschuldigung, mir hat meine Leitung nicht. Und das hätten sie auch noch einfügen können, ja. Wie gesagt, das ist ein Non-VR-Spiel, da will ich jetzt nicht drüber meckern. Und gerade das Spiel hier. Finde ich jetzt mit eins der besten Survival-Spiele überhaupt für VR eben. Also das ist zwar nur eine Mod. Man kann es jetzt nicht so, also du kannst jetzt nicht hingehen und euch was aufheben. Das ist eben wie bei Fallout halt. Jetzt nicht so wie Half-Life. Aber Half-Life, wie gesagt, das ist, keine Ahnung, 4-5 Stunden Spiel und dann hier kannst du ja Monate verbringen, wenn du es richtig machst. Wo fahren wir denn eigentlich hin? Du fährst doch schon wieder irgendwo sinnlos. Da müssen wir doch hin. Ach, wir müssen Holz holen. Holz, Holz. Ja, Holz. Holz brauchen wir noch. Ja. Dann halt mal hier. Nehmen wir die Kettensäge oder willst du die Axt nehmen? Kettensäge, gell? Streck nicht so an, war mir klar. Hier. Ja. Mach erstmal voll. Tschüss.
Und hüpf drüber. Und dann hopst du halt eben. Und hat gerade mal ein bisschen Holz gebracht. Ach, Servus. Du darfst auch nirgendwo fehlen. Hast noch Freunde am nächsten. Was dann hast du mitgebracht? Gut. Also Flutlicht brauchst du hier eigentlich gar nicht anmachen, ne? Also von der Sache her ist noch hell genug. Dann können wir jetzt noch in Ruhe Bäume abreißen.